wie das Feuer auf die Erde kam. Eine Sage der Cherokee. Im Anfang war die Welt kalt. Und die Tiere und Vögel hatten ihre Pelze und Federn sehr nötig, um sich warm zu halten. Da schaute der Donnergott hinab auf die kalte, unfreundliche Erde und er sah, dass es nicht gut war. Er schickte also einen Blitzstrahl hinab und der setzte einen Sukoma-Baum auf einer kleinen Insel in Brand. Der Stamm loderte wie eine Fackel und alle Tiere sahen zu und freuten sich über die helle Wärme. So konnten sie sich immerhin frierend erfreuen, denn wie sollten sie das Feuer nun von der Insel zum Festland bringen? Nachdem die ersten Festgelage über den Anblick einer Flamme und ihrer fernen Wärme vorüber waren, hielten sie Rat. Und ein jedes von ihnen wollte helfen und vor allem dasjenige sein, welches das Feuer selbst brachte. Man stelle sich das nur vor. Eines Tages würden dann Märchen von einem erzählt werden. Als erstes sprach der Rabe: Das Beste wird sein, ich fliege hinüber zur Insel und bringe etwas von dem Feuer mit. Gesagt, getan. Er flog hin zu der Insel und versuchte, das Feuer zu holen. Aber zurück kam er, verbrannt und verängstigt und vor allem ohne Feuer. Seit diesem Tag ist der Rabe schwarz. Ich muss nicht erwähnen, dass die Taube es nicht versuchte, oder? Nein? Gut. Als nächstes Tier versuchte es die kleine Eule. Sie kam wohlbehalten bis zu dem Baum, aber als sie in den brennenden, hohlen Stamm hinabschaute, schlug ihr die Lohe ins Gesicht und verbrannte ihr beinahe die Augen. Seither sind ihre Augen rot und blinzeln bei grellem Licht. Die schwarze Schlange wollte besonders schlau sein. Zuerst, sie kann vom Ruß nicht noch schwärzer werden. Zum anderen, sie versuchte es nicht über den Luftweg. Sie schwamm zu der Insel, kroch vorsichtig durch das Gras und fand ein kleines Loch am Fuß des Stammes. Dort schlüpfte sie hinein und hoffte, sie werde ein wenig Glut davontragen können. Aber im Inneren des brennenden Baumes war es so schrecklich heiß. Die Schlange fürchtete zu ersticken. Rasch schnellte sie wieder zu dem kleinen Loch zurück und schlüpfte hinaus ins Freie. Nachdem es auch der Schlange nicht gelungen war, das Feuer zu holen, waren die Tiere verzweifelt. Keines wagte sich in die Nähe des glühenden Baumes. Und immer noch war die Welt kalt und unfreundlich. Da meldete sich die kleine, schwarz-rot gestreifte Wasserspinne und bat, einen Versuch wagen zu dürfen. Es ist ziemlich egal, ob der Rest der Tiere nun dafür oder dagegen war, denn keiner wollte es mehr wagen oder es wagen und wie die anderen versagen. Die Spinne webte eine kleine Schüssel und befestigte sie auf ihrem Rücken. Sie lief über das Wasser zur Insel, zog ein winzig kleines Stück glühender Holzkohle aus dem Baum, glitt eilig wieder über das Wasser zurück zum Festland und brachte den Tieren das Feuer. Und wer sich heute die Wasserspinne ganz genau anschaut, der wird auf ihrem Rücken immer noch die Schüssel entdecken, in der sie die Wärme in eine kalte Welt trug.